Bei der sogenannten mikrovaskulären Dekompression, das ist die aktuelle Standardtherapie, chirurgische Standardtherapie der Trigeminusneuralgie, wird hinter dem Ohr auf der betroffenen Seite eine kleine Teilrasur vorgenommen. Dann erfolgt ein kleiner Schnitt, der ist ungefähr so lang. Und dann wird ein kleines Stück Knochen, etwa münzgroß, entnommen. Der kommt auch nachher wieder rein. Und dann kann man einen kleinen Teil des Kleinhirns, des oberen Kleinhirnanteils freilegen, wo auch der Trigeminusnerv liegt. Der wird dann dargestellt, freigelegt, direkt im Bereich seines Eintritts in den Hirnstamm. Dort wird dann das verursachende Gefäß, oft eine Arterie, aufgesucht und dann wegverlagert und sozusagen ein kleines Stück Teflon zwischen Nerv und Arterie gelegt, damit kein neuer Kontakt zustande kommt.